aus der Gemeinde Hintel. Heute möchten wir Ihnen eine geräumige Liegenschaft mit Atmosphäre und Charme präsentieren. Das Objekt befindet sich in der Ortschaft Loppersum und hat eine Wohnfläche von insgesamt ca. 200 Quadratmetern. Es steht auf einem Eigentumsgrundstück von 472 Quadratmetern. Es wurde im Jahr 1918 massiv gebaut. Das Haus ist in den letzten Jahren stetig modernisiert worden. Ein absolutes Highlight befindet sich im Obergeschoss. Schauen Sie also bis zum Schluss. Los geht's! Als erstes begrüßt Sie dieser wunderschöne, geräumige Flur mit einer imposanten Deckenhöhe. Als nächstes möchte ich Ihnen das derzeitige Büro zeigen, welches natürlich auch als Schlafzimmer dienen könnte. Das gesamte Objekt wurde 2007 mit neuen Fenstern ausgestattet. Außerdem verfügt es über Außenjalousien im gesamten Haus. Diese Holzbalkenlage wurde 2012 komplett neu gemacht, inklusive gedämmt. Als nächstes möchte ich Ihnen den offenen Wohnbereich zeigen. Hier im offenen Wohnbereich befindet sich ein Kaminofen. Eine große Wohnlandschaft findet hier ihren Platz. Hier haben wir nochmal Platz für einen Esstisch. Und hier ist die wunderschöne Einbauküche. Diese datiert aus 2008. Beleuchtet ist mit einer indirekten Beleuchtung. Sie steht auf einem Podest. Ja, und verfügt über Markengeräte. Außerdem haben auch diese Fenster eine Außenjalousie. Von hier aus gelangen Sie auf die Südterrasse. Die Terrasse ist auch nochmal mit einer elektrischen Markise ausgestattet. Ja, und am Boden finden wir Holzdielen. Jetzt möchte ich Ihnen nochmal ein weiteres Kinderzimmer zeigen. Ursprünglich waren das mal zwei Räume. Jetzt wurde es als einem Raum umfungiert. Dieses kann man natürlich wieder zurückbauen, indem man einfach diese Zwischenwand schließt und eine Außentür nochmal oder eine Innentür zusätzlich einbaut. Jetzt möchte ich Ihnen das Wannen- und Duschbad präsentieren mit WC. Am Boden sind hier Fliesen. Als nächstes möchte ich Ihnen den Hauswirtschaftsraum zeigen. Im Hauswirtschaftsraum findet die Waschmaschine ihren Platz, der Trockner findet hier seinen Platz. Ja, durch eine Brandschutztür sind wir hier auch schon direkt in der Garage. Die Garage verfügt über ein elektrisches Tor. Von hier aus gelangt man in den Hochkeller. Hier befindet sich die Heiztherme, eine Gasheiztherme. Diese datiert aus 2001. Dann haben wir hier nochmal eine zusätzliche Tür. Diese Tür führt in den Außenbereich, hierzu später mehr. Und jetzt möchte ich Ihnen das Obergeschoss präsentieren. Herzlich willkommen im Obergeschoss. Das Obergeschoss verfügt über drei Schlafzimmer, einem Duschbad mit WC und angrenzender Sauna. Als erstes möchte ich Ihnen das Zimmer über die Garage präsentieren. Es verfügt über Schräge, einem großen Dachfenster. Das Dachfenster ist mit einem Verdunklungsrollo ausgestattet und einem Fliegengitter. Ja, am Boden ist Teppichboden zu finden. Als nächstes möchte ich Ihnen das Duschbad mit WC zeigen. Angrenzend die sehr schöne Sauna. Diese ist für drei Personen ausgelegt. Ja. Dann möchte ich Ihnen das zweite Schlafzimmer zeigen, präsentieren. Obwohl wir uns hier oben im Obergeschoss befinden, haben wir hier in diesem Zimmer keine Schräge. Vier gerade Wände, zwei sehr schöne Fenster, natürlich auch mit Außenjalousien und am Boden haben wir hier Laminat. Jetzt möchte ich Ihnen das absolute Highlight hier im Obergeschoss präsentieren. Hier haben wir ein sehr schönes großes Schlafzimmer, Elternschlafzimmer, die Balkenlage in sich, der gemütliche Speckschrankofen und der tolle Holzfußboden machen diesen Raum zu etwas ganz Besonderem. Außerdem befindet sich hier noch ein weiterer Raum, jedoch ohne Fenster. Dieser würde ideal als Stauraum dienen. Jetzt nehme ich Sie mit in den Außenbereich. Herzlich willkommen im Außenbereich. Der Außenbereich ist sichtgeschützt und recht überschaubar.
Wir befinden uns hier auf der Sonnenterrasse. Diese Terrasse verfügt über eine elektrische Markise. Außerdem hat der Außenbereich noch eine kleine Rasenfläche zu bieten. Ja, wenn Ihnen unser kleiner Rundgang gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Einen schönen Tag wünscht das Ahoi-Team.